Habe ich hier noch nicht. Achso, das ist ja gar nicht, das ist der Hub. Genau. Wobei das schon ein bisschen lächerlich ist, den Hub gleich am Anfang des Friedhofs zu stellen. Du bist nur ein kruder Baum. Dich haben wir schon ausgegraben. Hier auch. Wir haben noch die ganzen Untoten, die in dem einen Loch auf uns warten. Aber erst einmal hier uns drum kümmern. Du machst hier was zu. Du machst da. So, da ist jetzt zu. Da können wir hier aufmachen. Muss ich das gerade kapieren? Du machst. Okay. Und du? Ich muss ein bisschen begreifen, was die beiden Knöpfe genau machen. Ach so. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Die Knöpfe sind nicht sozusagen nicht direkt für die Fallgruben verantwortlich, sondern sozusagen eher punktweise. Also sprich, wenn ich den Knopf drücke, habe ich hier einen Punkt, der wandert und der jeweils die Tür zumacht oder auf, und mit dem anderen Knopf genauso. Ah ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier drücke, dann wandert der Punkt ein zweiter und schließt diese Türe. So. 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 Und der macht. Bringt mich um. Nein. Glück gehabt. Hast du einen Heiltrank? Nein. Und ihr habt auch jeweils nicht gerade viele. Braucht's was Schönes. Ihr einen Heiltrank. Ihr einen. Dann habt ihr jeweils zwei, oder? Ja. Und ihr noch einen dritten, weil du den großen hast. So. Einmal trinken, bitte. Gut. Ach, und überall mal die Container zumachen. So. Ein Teleporter. Noch ein Teleporter, ein Stück Käse. Kannst du gleich mal essen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass der Teleporter uns... Dass der Teleporter uns... Doch, er bringt uns einfach raus. Ja. Gut. Das heißt, ich bewege dich mal als weiter. In der Hoffnung, dass das diesmal klappt. Ja. Ja, sieht gut aus. Bassanok Safi, Exil from the Tomb. Also ja, da wurde einer aus dem Ding verbannt. Und wir haben was gefunden. Oh, ein Resurrection. Nee, eine Healing Potion. Super. Okay, du bringst den eins weiter. Du bringst den eins weiter. Okay. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass es jetzt um den Rückweg geht. Also müssen wir erstmal gucken. Wohin? Das war eins zu viel. Nein, das ist, glaube ich, richtig sogar so. Weil ich glaube, du bewegst... Nee, halt, du bewegst den da weiter. Nein, 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 das ist dann falsch. Du musst dahin. So. So, und jetzt stürzen wir wieder ab. Und jetzt sieht es so aus, als ob die andere Seite offen ist. Okay.
Das heißt, wir müssen wieder das hier schließen. Noch eins. Und dann müssen wir den auf die Stelle bewegen. Okay. Hat er mich gerade getrollt. So. Und dann bewegen wir dich hier hin. Und dann bewegen wir dich hier hin. So. Ein Sack mit einem Hubkey, einem Lightning Bolt Zauber und einem Antidot. Wie viel haben wir davon schon wieder? Zwei. Geht ja noch so. Ja. Komm mal mit. So, das brauchen wir nicht mehr. Haben wir irgendwen geweckt? Sieht nicht danach aus. So, das bedeutet, wir können jetzt den Hub hier aktivieren. Ist doch auch schon mal was. So. Das heißt, wir können jetzt... Genau. In die Cemetery. Key Breach Book. Shipwreck Beach. Oh, und hier können wir Zeug zurücklassen. Das da... Und das Schwert und die Kappe. Ach, und Giftbomben brauchen wir auch nicht. Hatte ich nicht noch irgendwo Bomben? Doch hier. Die könntest du noch schleppen, so. Wir müssen mal gucken, dass wir bei Gelegenheit bei härteren Kämpfen Bomben verbrauchen. So, die Tür hier drüben müsste immer noch zu sein, genau. Ich habe immer noch die Vermutung, dass da ein zweiter Teleporter-Hub ist. Zum Hamlet wollen wir dich. Ich wollte eigentlich zum Shipwreck Beach, genau. Mir ein bisschen Essen besorgen. Warum? Weil ich es kann. So. Weil hier am Shipwreck Beach respawnen die Schildkröten. Das heißt, wir können hier uns ein bisschen was zu essen erheimseln. Das ist übrigens in Legend of Grimrock 1 gab es auch so ein ähnliches Gebiet, beziehungsweise einen Schneckenraum. Ja, so nenne ich den gerne, den Schneckenraum. Dort sind immer die Schnecken in gewissen Abständen respawned. Was auch sehr nützlich war, sehr nice war. Wenn man dann mal ein bisschen Schnecki zu essen gekriegt hat. So, muss ich noch ein Stück weiter gucken. Aber nee, ich glaube, so weit hinten. Übrigens unser Schiffswrack. Kleiner Nostalgietrip. So. Falsche Richtung. Ja, und ich habe es in der letzten Zeit nicht mehr so wirklich betont, wie toll ich finde, dass das Spiel überhaupt aussieht. Das fällt mir gerade wieder auf, wo wir jetzt hier am Anfangsgebiet sind. Also ja, die anderen Gebiete sehen natürlich auch ziemlich gut aus. Auch die Kristallminen. Ja, schlimme Erinnerung. Geht weg. Ja. Gut, der Friedhof ist eine Sache für sich. Also recht düster und dunkel gehalten und so. Gut. Wir können erstmal da weiter. Dort sieht es nach Sackgasse aus. Oh, hier könnten wir graben, aber nicht von der Seite. Grab von der Seite. Hallo, Toter. Beziehungsweise Ghoul. Bin ich eingekesselt? Nein. Und der Schaden ging voll durch dich
durch irgendwie. So. Wow, ich habe ihn gerade weggebasht. So. Weg mit dir. Ihr seid schon mal etwas angenehmer, als ihr vorher wart. Gut. Und ihr gebt Erfahrungspunkte, auch wenn ich dafür Gräber schänden muss. Hier rum. Oh ja, die Steine wieder mitnehmen. Hallo. Da ist wieder eine Grube. Dem Ding misstraue ich irgendwie. Also dem Altar da. Und da ist ein Weg, dem ich ebenfalls noch misstraue. Gucken wir erstmal kurz in die Grube. Ah, hallo. Weißt du was? So. Für was haben wir Frostbomben? Wow, das, die hebt sogar ziemlich lang, muss ich sagen. So. Was steht hier? Da ist eine Fontäne mit einem mit einer uralten Eiche an ihrer Seite. Von dieser Eiche mach deine Schritte nach Osten und dann mach 4 Schritte nach Osten und dann 2 Schritte nach Süden. Also eine mit Fontäne ist wahrscheinlich da wieder mal ein Brunnen gemeint. Du bist ein Brief für hier. Du bist ein Schädel für hier. Wir haben schon zig Schädel. Hätten wir einen Taurus in der Gruppe, wäre das super toll. Eternal Blade. Macht 10 bis 30 plus Dexterity, Cooldown 4. Schick. So. Und hat niemanden zum Leben erweckt. Also ein Brunnen mit einer Eiche. Hm. Wir kennen 2 Brunnen bis jetzt. Der eine liegt bei dem letzten blauen Kristall, wo wir gespeichert haben. Hallo? Und ja, ich bin ein bisschen paranoid hier. Dort geht's runter. Legend of Killhagen. Ein Rundschild. Macht nicht, bringt nichts. Und eine Machete bringt auch nichts. Legend of Killhagen. Also, er versuchte, so sehr er konnte, er versuchte so stark wie möglich nicht seine Kuh zu rächen. Mit der Zeit und mit den Wörtern auf den Stein der Philosophen in seinen Verstand eindrangen, ließ er endlich seinen Zorn gehen. In den folgenden Jahren hat er die Erleuchtung erlangt und wurde ein Sucher von Nix. Okay, kann das sein, dass Killhagen, oder wie er auch immer richtig ausgesprochen wird, der dann Inselmaster ist, oder der Vater des Inselmasters? Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil so oft wie Killhagen schon erwähnt wird. So. Gehen wir mal wieder in die Richtung hier. Weil hier waren wir ja doch gar nicht fertig.